Schwindelt das RKI mit den Zahlen der Geimpften und Ungeimpften in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen? Wie geht es weiter mit dem Euro? Wird massiv Geld gedruckt oder ist das eine böse Unterstellung? Kommt die Inflation oder nicht? Über all das habe ich mit Peter Böhringer gesprochen, der immer noch aktuell der geschäftsführende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag ist. Und ein paar Mal im Interview, das war sehr spannend, da sagte Herr Böhringer schon, oh, das können wir jetzt nicht sagen, das wird zensiert. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich spiele dieses Spiel nicht mit. Auf der Zensurplattform kommt nur ein Ansager und wir gehen rüber zu Rampel und Odyssee. Dann sagte Herr Böhringer, ja, aber da sind doch viel weniger Zuschauer und das ist nicht mehr so. Wir haben so tolle Zuschauer, dass teilweise schon weit über 200.000 bei Rampel reinsehen. Deshalb die große Bitte, unten auf das Video bei Rampel klicken. Sie werden es nicht bereuen. Es geht auch darum, ich stelle Herr Böhringer, bitte jetzt nicht verraten, Herr Böhringer, die Frage, ob die Gerüchte wahr sind, dass er neuer Parteichef wird. Aber jetzt rede ich so viel. Herr Böhringer, jetzt machen Sie die Zuschauer auch noch mal etwas neugierig, vielleicht noch mal in 2 Minuten die ganz wichtigen Aussagen, die Ihnen am Herzen liegen aus dem Interview, in einer Form, wo es nicht zensiert werden kann, die spannenden Infos dann im zensurfreien Internet. Voilà, der floor is yours. Ich sollte nicht so viel Ausländisch sprechen, wenn ich immer das nicht richtig ausspreche, aber gut, man geht mit der Zeit. Bitte. Gut, also liebe Zuschauer auf YouTube, Reitschuster noch, kommen Sie in der Tat, ich kann mich nur anschließen, mit rüber auf die Rumble- oder Odyssey-Version, könnte sich lohnen. Wir haben zwar fast nichts gesagt, was nicht belegbar ist, aber man weiß es ja nie auf YouTube. Wir haben in der Tat auch über Corona-Dinge geredet, über veränderte Definitionen des RKI, die fatale statistische Auswirkungen haben und über die Statistik, die sogenannte Wissenschaftlichkeit, dann eben auch in die politische Vorgaben reinspielen. Wenn dieses Video gesendet wird, sind wir kurz vor einer weiteren Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag. Und ich glaube, man kann schon so viel verraten, auch wenn die epidemische Notlage aufhört, gehen viele Maßnahmen weiter. Das ist jetzt keine medizinische Aussage, sollte unproblematisch sein. Wir haben über viele ökonomische wichtige Themen gesprochen, die man auch in all dem Wahnsinn nicht vergessen sollte. Inflationsursachen, Inflationspraxis, Inflationsraten und die Folgen. Wir haben gesprochen, es war ein One-Taker, bei Boris Reitschuster wird niemals geschnitten offensichtlich, was ich auch nicht wusste. Und ja gut, dann sind wir auch noch ein paar interner rumgekommen. Wie böse ist die AfD, wogegen ich mich natürlich massiv verwahre. Auch im Hinblick auf Medien und auch im Hinblick auf den Verfassungsschutz sind wir rumgekommen. Und wirklich auch bei einigen Interna. Aber warten Sie jetzt nicht, dass ich alles aus dem Nähkästchen ausplaudern kann. Ein paar Interna müssen auch intern bleiben bei der AfD. Aber Boris Reitschuster war in der Lage, mich doch ein bisschen anzuteasern. Doch ein bisschen was rauszukitzeln. Schalten Sie rüber und klicken Sie auch den Abo-Button. Bei mir übrigens auch, MdB Peter Böhringer. Genau, und um den Umgang mit der AfD ging es auch dafür, dass man sich heute eigentlich schon rechtfertigen muss als Journalist, wenn man jetzt nicht massives Bashing betreibt. Und ich habe es nochmal gesagt, ich spreche mit allen, ich lade die SPD ein, die Grünen, die Linken, alle. Ich rede auch mit Dieter Dehm und es ist tragisch, was wir heute für eine politische und mediale Diskussionskultur haben. Darum geht es auch. Nochmal Dank an Sie, Herr Böhringer, und vielen, vielen Dank an Sie alle. Für Sie ist es ein kleiner Klick jetzt unten auf Odyssee und auf Rampel, aber glauben Sie mir, wenn es so viele machen, und es sind meistens über 100.000, teilweise über 200.000, dann hat das Symbolwirkung und dann zeigen wir den Zensoren, dass es so nicht geht. Dafür ein besonderes Dankeschön von mir. Alles Gute, danke. Ciao, auf Wiedersehen, auch auf Wiedersehen, Herr Böhringer. Auf Wiedersehen. Ein kleiner Klick für die Zuschauer, ein großer Klick für die Menschheit, um Armstrong zu paraphrasieren. Für die Meinungsfreiheit, genau. Alles Gute, danke. Wiedersehen. Wir sehen uns auf Reitschuster.de.